Viele meinen, der KI-Hype ist langsam vorbei. Ich sehe das hingegen ganz anders, weil wir fangen gerade erst richtig damit an. Hallo, ich bin Sascha, ich arbeite bei Valantik als Leiter unserer Line of Business AI. In unserer heutigen Folge möchte ich über künstliche Intelligenz sprechen und wie die Kunden von Valantik davon profitieren können. Künstliche Intelligenz ist an sich nichts Neues. KI gibt es schon seit Jahrzehnten. Der Unterschied ist, dass in den letzten Jahren durch Technologien wie ChatGPT und DALL-E die generative KI zum Tragen kam und so Unternehmen besser profitieren können und wirkliche Produktivitätssteigerungen aus einer KI ziehen können. Das KI-Portfolio der SAP hat einen starken Fokus auf die Unterstützung von Prozessen und Anwendungen. Dabei setzt die SAP eher auf Partnerschaft als auf Konkurrenz mit den Technikkonzernen, die gerade Marktführer in der KI sind. Die Idee ist, dass KI-Modelle genutzt werden und in bestehende SAP-Applikationen eingebunden werden. Einerseits für von der SAP selbst hergestellte Chatbots wie Joule, Einbindung in bestehende Anwendungen da an genau der richtigen Stelle, wo sie Mehrwert stiften kann. Aber auch die Partner wie wir Valantik sind Teil dieser Strategie, weil wir die AI Foundation der SAP in der Business Technology Plattform nutzen können, um mit unseren Kunden zusammen Anwendungen zu entwickeln, die den Kunden wahren Mehrwert bringen. Ein erheblicher Geschwindigkeitsgewinn dabei ist, dass wir bestehende Integrationen in der Business Technology Plattform und auch Vertragsverhältnisse, die bereits mit der SAP bestehen, nutzen können, um direkt mit den Geschäftsprozessen loslegen zu können und KI direkt einsetzen. Ein wesentlicher Trend ist die nahtlose Integration von generativer KI wie SAP Joule in sämtliche SAP-Produkte. SAP Joule ist dabei weit mehr als ein einfacher Chatbot. Es ist eine völlig neue Art und Weise, mit KI zu interagieren. Es ist ein Dialog. So wird die Software viel intuitiver und menschlicher, sodass User das Agentensystem von SAP Joule nutzen können. Agenten erlauben es, weit mehr als eine einfache Frage-Antwort, eine Just-Ask-Funktion von KI zu nutzen. Ein Agentensystem kann in der KI selbstständig Tätigkeiten ausführen und somit die Produktivität von Prozessen erheblich steigern. Die zentrale Herausforderung besteht darin, Datensicherheit und Datenqualität mit den fortschrittlichen KI-Technologien in Einklang zu bringen. Den Datenschutz integriert die SAP dadurch, dass sie eine geschickte Hosting-Strategie auf europäischen Servern hat. Zudem stellt die Prozessintegration eine große Herausforderung dar. Dies adressieren viele Unternehmen heute schon, indem sie in eine Clean-Core-Strategie investieren und somit näher am SAP-Standard bleiben und somit flexibler sind, neue Innovationen zu integrieren im System. Außerdem unterschätzen viele Unternehmen den kulturellen Wandel, der nötig ist, um KI an die End-User zu bringen. Ein weiterer kritischer Erfolgsfaktor ist die Datenintegration, weshalb die SAP Business Data Cloud in den nächsten Jahren essentiell wird für Unternehmen, die KI erfolgreich einsetzen möchten. Zur BDC gibt es übrigens einen weiteren Trend-Talk, den mein Kollege Timo aufgenommen hat. Ihr müsst unbedingt mal reinschauen. Unternehmen, die bereits ein cloud-basiertes SAP-System haben, können heute sofort Joule aktivieren und direkt dessen Cloud-Fähigkeiten nutzen. Unternehmen, die noch keine solche Softwarelösung im Einsatz haben, können mit Partnern wie der Valantik heute den AI Core der SAP in der BTP nutzen, um eigene Anwendungen zu entwickeln. Der erste Schritt dabei ist die Identifikation von Use Cases. Welche Prozesse können mit KI unterstützt werden? Was kann automatisiert werden, vielleicht mit Agents? Was sind heute ungeliebte Tätigkeiten, die auch eine KI erledigen könnte? All das sind Fragen, die wir unseren Kunden stellen, wenn wir gemeinsam auf der Suche nach neuen Use Cases für unsere KI sind. Dabei empfiehlt es sich, bestehende Prozesse zu analysieren, sich selbst Ziele zu setzen, was man mit der KI erreichen möchte und dann in kleinen Pilotprojekten die erste KI-App zu starten. Ein Erfolgsfaktor dabei ist es, die Mitarbeiter in die Entwicklung von KI-Lösungen zu integrieren, weil nur so können wir das Know-how des Unternehmens in die Prozesse gewinnbringend einbauen. Ein guter erster Schritt ist es, SAP Signavio einzusetzen, weil man damit Prozesse analysieren kann, um herauszufinden, an welchen Stellen viel Arbeit anfällt, die mit KI automatisiert werden könnte. Sind die AI-Use-Cases identifiziert, können diese in der SAP BTP schnellstens umgesetzt werden,
weil in der BTP müssen wir keine großen Serverlandschaften selbst aufbauen. Das Hosting wird komplett von der SAP erledigt. Somit können wir uns in der Entwicklung von unseren KI-Applikationen auf die Geschäftsprozesse konzentrieren. Und die ganze Infrastruktur kommt über die SAP BTP. Hierdurch sind wir schneller in der Entwicklung als auf klassischen Stacks wie bei der AWS oder in einer Google Cloud. Bei der Integration der Apps hat es sich bewährt, nah am SAP-Standard zu bleiben. Der Leitspruch "Keep the core clean" hat auf jeden Fall hier hohe Relevanz. Es ist wichtig, die strategische Ausrichtung der SAP zu verstehen. Diese setzt alles auf die Cloud. Unternehmen, die alle Innovationen und Vorteile aus der künstlichen Intelligenz mitnehmen möchten, sollten auf ein cloudbasiertes SAP-System wie die Private oder die Public Cloud im S4 der SAP setzen. Unabhängig jedoch von der genutzten Systemversion ist es uns als Partner wie der Valantik möglich, Ihnen trotzdem maßgeschneiderte KI-Lösungen bereitzustellen. Das kommende Jahr wird ein sehr spannendes Jahr für die künstliche Intelligenz, weil viele Unternehmen in diesem Jahr neue Innovationen der KI weiterhin präsentieren werden. Ganz vorneweg dabei die SAP mit ihren Agentensystemen und der Business Data Cloud, die uns ganz neue Möglichkeiten der Datenintegration im SAP-Kosmos bieten werden. Unternehmen sollten schon heute Kompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz aufbauen und dabei offen für Experimente und agile Methoden sein. Eine strategische Partnerschaft mit Unternehmen wie Valantik kann helfen, systematisch KI-Potenziale zu erschließen und im Unternehmen zu verankern. Du willst tiefer in die AI-Funktionalitäten der SAP BTP eintauchen? Dann schau dir gerne unser Webinar On Demand an. Wenn dir das Format Trend Talk gefällt, schau dir gerne auch alle anderen Folgen an.